Hey, bist du mein Fahrer? Bitte? Mein Fahrer. Bist du mein Fahrer? Wenn Sie ein Geständnis abliefern möchten, gerne. Das ist ein offizieller LLPD-Auftrag, okay? Fahren Sie mich. Fahre ich Sie, wohin Sie wollen. Okay. Aber erst möchte ich meine Ankunftszeit festlegen. Wie viel Proteinshake nimmst du am Tag? Proteinshake? Meine Mutter hat mir verboten, Proteinshake zu nehmen, weil sie gesagt hat, da sind Östrogene drin. Und wenn Östrogene drin sind, könnte es sein, dass mir Titten wachsen. Du hast also noch nie in deinem Leben Sport gemacht? Nein, weil ich Angst hatte, ich würde so einen martialischen Körper bekommen wie du. Wie sieht dein Tag aus normalerweise? Wie heißt du überhaupt? Stu. Stu. Steve. Stu. Ich nenne dich Steve, okay? Wie Sie möchten. Bitte seine 5-Sterne-Fahrt. Hey! Uber? Ja, sei cool, sei nett. Hey. Das heißt, ist dir diese 5-Sterne-Bewertung ist dir ziemlich wichtig, oder was? Das bedeutet mir sehr viel. Sie müssen wissen, ich versuche gerade für meine Freundin, also sie ist noch nicht meine Freundin, aber Bäcker, ich habe sie sehr gerne und sie möchte ein Fitnessstudio eröffnen. Und ich habe noch nicht genug Geld, damit wir die Anzahlung leisten können für die Eröffnung von ihrem Fitnessstudio. Was meinst du damit, dass sie deine Freundin ist, aber nicht deine Freundin? Naja, ich hätte gerne mehr von ihr, aber ich glaube, sie sieht mich erst, naja, wie soll ich sagen, als einen guten Kumpel, der hier mit ein bisschen Geld zur Seite steht. Mit mehr meinst du? Ich würde sie gerne mal küssen oder vielleicht auch mal... Das Wechselbett. Scheiße. Und das Dach ist offen. Nein, oh Gott. Koreatown, na los. Sekunde, muss ganz schnell wenden. Nein, reicht nicht. Aber willst du sie auch mal, willst du sie auch mal halten? Aber vorsichtig. Und immer nach unten halten? Ja. Das sind die Regeln. Nicht ich wegschmeißen. Gehört dir? Man hat sie mir organisiert. Das, heißt, das klingt immer schlimmer. Das ist die Frage. Meine Freunde, die sind normalerweise im Kopfkissen. Gibt es Grundregeln, wenn man Fahrer ist in L.A.? Ich glaube, du brauchst wahnsinnig viel Geduld. Boah. Ich war mal dort. Das ist nicht so lange her. Und jetzt will ich nicht mehr dorthin, weil man so lange im Stau steht. Ich möchte da nicht fahren müssen. Nachts vielleicht, wenn keiner unterwegs ist. In L.A.? Nee, keine Chance. Die fahren ja die ganze Zeit. Die fahren die ganze Zeit. 2 Stunden ist Minimum. 2 Stunden ist Minimum? Klingt so, als ob du deinen Körper aus L.A. hast. Das gefallen ist. Ich hab das in L.A. gekauft. Was ist Stu denn für ein Charakter? Also der Stu kommt am Anfang, ja, so sagt man needy, so neudeutsch. Der braucht halt echt die Kohle. Der ist total in Rebecca, sag ich schon. Becker nennt sie sich ja, verknallt. Und sie will halt dieses Fitnessstudio aufmachen. Und er arbeitet in einem Sportgeschäft. Und er bittet seinen Chef um mehr Schichten, damit er irgendwie einfach mehr Geld kassiert. Dann fährt er Uber. Und irgendwie läuft es nicht so wirklich, weil sie, also sie nutzt ihn nicht wirklich aus, aber er ist eigentlich eher so der, wie sagt man, der emotionale Mülleimer. Sie belastet ihn mit all ihrem Quatsch. Und er ist einfach nur verliebt und will ihm helfen mit der Finanzierung von dem Fitnessstudio. Und ja, dann kommt plötzlich Stu und zeigt ihm, was ein richtiger Kerl ist. Was ein richtiger Kerl ist. Stu, was ist los? Ich kutschiere einen Kopf durch die Gegend. Wir sind auf einer Polizeimission. Wo bist du? Ich will, dass du herkommst. Als die Anfrage kam, war klar, dass du Stu sprechen sollst und nicht Dave Bautista. Nein, der Thilo macht es in Deutsch so geil. Das muss Thilo machen. Das ist irgendwie... Nee, das ist, ich habe den angesehen, habe mir gedacht, ja, der sieht mir doch ein bisschen ekelhaft. Er ist ein bisschen jünger, er ist besser rasiert als ich. Aber nee, doch, also es war mir ziemlich klar. Wir haben anfangs überlegt, wie sehr wir ihm Akzent geben oder nicht. Weil es ist ja doch immer so ein bisschen, auch Wagnis nenne ich, dass es zu Comedy-artig wird, weil er hat ja wirklich auch schöne tiefe Momente im Film, wie ich finde. Aber ich glaube, wir haben die Linie ganz gut gekriegt. Man muss ja auch dazu sagen, dass im Original hat er auch ein bisschen Akzent. Ganz, ne? Kleines bisschen. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, gibt es irgendwie einen Song, den man spielen sollte, wenn man Auto fährt oder undercover also für Cop mich, ist? Also wenn du mich ganz persönlich fragst, ja. Van Halen Jump. Also wirklich, ich stehe total auf die Nummer, immer schon. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das rechtlich einspielen darf, aber ich werde es. Mach das einfach. Ich werde es versuchen. So, ich komme in den Knast. Ich bin Polizist, ich kann mich auch wieder rausschießen.
Seit wann machst du Synchron eigentlich? Wann wusstest du, okay, also ich mit der Stimme und ich spiele gerne damit, wann war für dich das klar? Also keine bewusste Entscheidung. Ich hatte damals, ich habe 1990 beim Radio angefangen und 99 habe ich, ich glaube 98 oder 99, wurde ich zu einem Casting eingeladen, zum ersten Casting für Austin Powers damals, um eben Mike Myers zu sprechen. Dann habe ich den Job bekommen und seitdem darf ich das machen. Ja. Aber es war keine bewusste, ich hätte es gerne gemacht, aber dass sie mich dann tatsächlich einladen und tatsächlich nehmen und dass daraus dann mehr wird, das ist ja immer so, man weiß es ja nicht. Ja. Ein bisschen näher! Ich habe eine Idee! Du hast echt dicke Eier. Bringe nicht über meine Eier! Oh, wir beide. Halt meine Eier da raus! Wir sind ein Teamkumpel. Eine lustige Situation, gestern habe ich Bulli getroffen für einen anderen Film. Ja. Und der hat mir erzählt, dass ihr morgens irgendwie telefoniert habt, gefacetimed habt. Mhm. Und er hatte wohl irgendwie ein Pick im Gesicht. Ich habe das jetzt nicht gesehen, ja, aber ihr habt Nase telefoniert. Drauf, ja. Genau. Und du hast das Erste, was du wohl gesagt hast, ist, Bulli, herzlichen Glückwunsch, du hast ja da irgendwie ein Pick im Gesicht. Du hast dich so lustig gemacht. Und jetzt kannst du erzählen, was du ihm für am nächsten Tag für eine Nachricht geschickt hast. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Es ist wirklich wahr. Warte mal. Genau, das war gestern. Wir waren also vorgestern Abend bei Freunden essen. Und gerade als wir gehen wollen, sticht mich eine Mücke ins Augenlid. Und ich denke mir noch, ah ja, es juckt ein bisschen, es wird schon am nächsten Morgen. Und dann guckt mich meine Frau und sagt, was ist denn passiert? Und ich so, naja, ich dachte, es wird nicht mehr so. Es war wirklich Adrian. Das war echt. Jetzt ist es besser, oder? Nee, man sieht überhaupt nichts. Deswegen, ich hatte kurz, dann hätte ich mir was ausdenken müssen, dass wir uns geboxt haben oder so. Ja, aber es ist zum Glück weggegangen. Aber man soll keine Witze machen über andere, die irgendwelche Pickel auf der Nase haben. Das sollte man nicht. Das ist eine der Messages, die wir heute mitnehmen können. Außer natürlich ins Duber zu gehen, ist, man macht sich über andere nicht lustig. Ich hab ihn! Ich mach das! Hallo, Vermittlung, wir brauchen Hilfe, jemand will uns killen! Hallo, Vermittlung, wir brauchen Hilfe, jemand will uns killen! Fuck! Fuck! Okay, okay. Wir haben eine besondere Mission. Und ich würde sagen, bevor wir zu dieser Mission fahren, zeige ich dir noch zwei, drei Sporttricks. Wie, Sporttricks? Sporttricks. Okay, Sporttricks. Ja. Also, das klingt nach einer Show aus den 80ern, die es nie on air geschafft hat, aber Sporttricks? Das war meine Show, die hatte ich vorgeschlagen. Die wurde nicht gemacht. Die Sporttricks. Sporttricks. Nein, wir müssen auf jeden Fall trainieren. Okay. Dein Körper sieht. Ja, geht besser, ne? Einiges. Okay. Einiges. Okay, mein Lieber. Kommst jetzt schön mit. Zwei, drei Übungen. Mhm. Dann mache ich aus dir einen richtigen Korb. Okay? Bis gleich. Weg. Drück ab, Stu! Mach ihn fertig! Stu, drück ab! So, Steve, komm mal her. Stu. Weißt du, was das hier ist? Ein Boden. Das ist ein Fitnessstudio. Oh. Warst du hier schon mal drin? Nein. So. 1:1. Guck den an, es macht Spaß. Ich bin mit dabei, Vic ist mit dabei, ja. Gute Laune, sehr viel Action und wir kämpfen wie die Verrückten. Ja. Das ist ein sehr witziger Film. Ich lache zwar nicht gerne, aber der ist echt witzig. Stuber. Was wissen Sie? Er war ein komplizierter Mann. Er stand auf Blowjobs. Und zwar von hinten. Weißt du, wie schwer das ist? Natürlich. Was? Was? Nur im Kino.